Das internationale Jazzfestival in Saalfelden geht in die mittlerweile 31. Runde. Von Donnerstag bis Sonntag werden ebenso 31 Konzerte mit rhythmisch-rockigem, vor allem kammermusikalisch-experimentellem Jazz geboten. Vieles im Programm des Jazzfestivals Saalfelden wird wie jedes Jahr überraschend sein. Die Neugier darauf verursachte aber auch heuer wieder einen regen Ansturm auf die begehrten Tickets. Also wir haben jetzt schon, sage ich mal, die Decke erreicht. Also größer geht nicht mehr, oder beziehungsweise wollen wir auch nicht. Ich glaube, es kann nicht immer nur das Ziel sein, dass man sie wieder vergrößert. Ich finde, wir haben jetzt den Vorteil, dass es kleiner geworden ist, auch darin, dass wir ein Publikum haben, das was wirklich wegen der Musik kommt, weil es nicht mehr ein gewisses Eventpublikum ist natürlich weggefallen, aber wir haben jetzt ein Publikum, das sehr anspruchsvoll ist, dem wir sehr anspruchsvolle Projekte anbieten können. Die Indoor-Konzerte im Nexus und im Kongresshaus bieten auch heuer wieder namhaften Avantgarde-Jazz für anspruchsvolle Fans. Die freien Konzerte auf der City Stage sollen aber auch ein breiteres Publikum ansprechen. So zum Beispiel die deutsche Band Daniel Kane and the Painted Bird, die mit ihrer eigenen Interpretation der Klezmer-Musik tosenden Applaus im Publikum auslösten. Wir haben diese Musik Verfremdungsklezmer benannt, wie Verfremdungseffekt von Brecht. Das heißt, wir versuchen, sie ein bisschen zu verfremden davon. Auch das Schlechtwetter kann die gute Stimmung in Saalfelden nicht trüben. Super Veranstaltung, vor allem weil es überdacht ist, weil es Sauwetter, muss man schon sagen. Und ich hoffe, das Wetter besser wird. Aber es ist ganz toll. Ja, bis jetzt hat es mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Das Programmauswahl bis jetzt, also ich hoffe, dass es weiterhin so gut geht. Ab Freitagabend wird auch die große Hauptbühne im Kongresshaus durch den österreichischen Jazzkomponisten Franz Hautzinger eröffnet. Danach finden sich hier die internationalen Stars der Jazzszene ein, um das Festival zu einer der größten Kulturveranstaltungen Salzburgs zu machen.